In der letzten Folge von Holy Magic Sentry haben wir uns ins Schloss von Brannoch begeben. Dort angekommen kämpften wir uns zu einem fiesen Monster vor, welches nicht korrekt übersetzt werden darf. Dazu später. Moinsen, mein Name ist Meg Taroka und das ist Let's Play Holy Magic Sentry. Ich möchte mit euch über zwei Dinge reden. Die eine Sache sind zum Beispiel andere Spiele, die ich noch zur Verfügung habe, die ich irgendwann gerne mal zeigen möchte tatsächlich. Ich möchte die nicht wirklich durchspielen, das ist mir zu hart. Ich weiß nicht, oder generell, ich habe wieder richtig viele Möglichkeiten, weil wir ja mittlerweile, hatte ich auch schon, als ich angefangen habe, hatten wir ja schon quasi die Möglichkeit, auf der Switch Homebrew zu haben. Ich habe jetzt wieder, Dingens hier, wie heißt das? Spiel, wo man sich auf den Kopf haut und so. Smash! Ja, das ist richtig schön. Ich mag das Spiel, das ist echt gut. Was auch eine Möglichkeit wäre, was ich tatsächlich mal angespielt hatte, kurz, nicht lang, da war ich einfach viel zu müde. Das passiert sehr oft. Und, nicht, dass ich irgendwas anspiele, sondern dass ich müde bin. Ich hatte Dingens angespielt. Dingens hier und so. Ich komme nicht auf den Namen. Es heißt Final Fantasy 15 Pocket Edition. Genau, so ist das. Das war ein tolles Spiel tatsächlich. Eigentlich weiß ich das nicht. Es machte, glaube ich, Spaß. Ich kann mich an das Kampfsystem erinnern. War halt Echtzeit. Es ist schön. Echtzeit-Kampfsystem ist immer schön. Auch wenn ich das hier gar nicht so schlecht finde. Auch wenn es kein Echtzeitkampfsystem ist. Ich mag das hier. Ist euch übrigens bewusst, dass uns gleich noch ein Bosskampf gegenübersteht. Uns steht ein Bosskampf gegenüber. Ja, das passiert öfter, dass uns der gegenübersteht. Das ist wie so ein Schild. Da steht Bosskampf drauf und dann steht das da. Und dann gucken wir es doof an und dann macht es uns kaputt. Ja, so ist das. Nein, eine andere Möglichkeit, die ich anspielen hätte. Und das finde ich eigentlich viel interessanter für meine kommenden Cover, wenn ich mal wieder singen sollte. Ja, das passiert. In diesem LP wird es nicht vorkommen. Ich habe mir einfach kein Lied überlegt und es hat mir auch keiner eins gesagt. Vielleicht, ich wüsste auch nicht genau, wann ich da eins anbringen soll. Vielleicht könnte ich einen Ending-Song singen oder so. Das wäre doch eine coole Sache, aber ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher. Das müsste ja mit Magie zu tun haben und so. Keine Ahnung. Vielleicht, lasse ich es auch in diesem LP einfach sein. Vielleicht klappt das nur bei manchen, wo es wirklich Musik gibt. Ich weiß definitiv, wo ich das machen würde, dass ich singe, wenn ich es spielen würde. Und das wäre bei Final Fantasy X-2. Da gibt es nämlich zwei Lieder, die ich singen möchte. Vor allem gibt es ein Lied, das ich singen möchte und das ist 1000 Words. Ich liebe diesen Song. Der ist fantastisch und ich habe den damals zu meinem 1000 Abo Special, beziehungsweise 999 habe ich es damals genannt, weil vielleicht erinnert man sich dran, wo da meine Obsession mit der Zahl 9 herkam, meine Obsession. Ja, Zeiten. Ich habe noch mein Cosplay im Schrank. Jedenfalls habe ich, apropos Cosplay im Schrank, ich habe noch ein anderes Cosplay im Schrank. Das erste, was so richtig gut war, tatsächlich. Und das ist noch ein anderes Spiel, das ich spielen könnte. Das hat das mit den Covern zu tun. Da war ich gerade, glaube ich. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe noch Hatsune Miku, Project Diva, Future Tone und Dingens, wie heißt das? Das habe ich tatsächlich gekauft, die beiden Zusatzpacks da. Eigentlich ist das Spiel ja kostenlos, nur man hat dann irgendwie zwei Lieder oder so. Und das ist ein bisschen hart. Eigentlich hat das Spiel nämlich die meisten Lieder, die es jemals in einem Project Diva-Spiel gab. Irgendwie 200 und. Und deswegen, ja. Und verdammt viele Klamotten, habe ich festgestellt. Man kann da halt Miku und Co. wieder einkleiden. Und ich habe dann einfach mal mein ganzes Geld, was ich bisher in dem Spiel gesammelt hatte, durch die Songs, die ich gespielt habe, ausgegeben. Und das sind einfach mal für Miku 150 Kostüme. Das ist voll übel. Versuch mal eins zu finden, das dir wirklich gut gefällt. Weil dann das würde ich irgendwie gerne machen, wenn ich mal wieder ein Vocaloid einen Vocaloid-Song covern sollte, dann treffe ich mit Lawine nicht. Ah, oh, das tut weh. Sollte ich nochmal ein Vocaloid-Lied covern, dann nehme ich definitiv ein Musikvideo aus diesem Spiel, weil die sind einfach fantastisch, die sind hübsch, die sind echt schön. Wo gibt es denn noch solche Qualitätsarbeit im MMD-Studio? Keine Ahnung.
Ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich mit diesem MMD-Editor machen. Ich glaube, die haben da eigene Programme für. Ich glaube, das MMD-Zeug ist ein Fan-Projekt. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der offiziell ist. Ich glaube, das hat wer anders gemacht. Ich fand die aber schon immer cool. Ich habe mir das Programm auch mal runtergeladen. Ich habe mir auch mal tatsächlich den Sequencer von Hatsune Miku runtergeladen. Halt. Der ist Version 2, glaube ich, war das damals. Ich weiß es nicht. So, was ist denn hier? Hier haben wir einen Raum. Oh, wer bist du denn? Kleiner Junge, der Leonardo heißt. Lord Bartholomew wurde in ein abgelegenes Versteck verschleppt, Iron. Ich heiße Brian. Ich wollte ihn retten, aber ich kam zu spät. Wenn du den Mut hast, such weiter. Ich helfe dir, deine Kraft wiederzubekommen. Willst du? Lass dein Zepter aus mir raus. Das ist alles, was ich möchte. Gut, wir speichern mal. Das ist übrigens der letzte Speicherpunkt, den wir im Spiel haben, wo wir uns noch frei bewegen können. Später, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen, gibt es einen Ort im Spiel, aus dem man nie wieder rauskommt. Und da haben wir dann den nächsten Speicherpunkt. Und das ist sehr, sehr schade. Gut. Wir haben hier eine Kiste. Wir haben sogar mehrere Kisten, wie wir vielleicht schon gesehen haben. Ein Geisterlicht. Ja, das schönste Heil-Item. Dann leuchtet da glaube ich schon was. Ich glaube, ich habe da gerade was leuchten sehen. Silberamulett, ist hier was? Nö, aber hier war irgendwo was, das weiß ich. Irgendwo leuchtet hier was. Ich bin doch nicht blind. Ich bin doch nicht blöd. Das ist ein Heiltrank. Das Geisterlicht hätte ich da eher in die Kiste gestellt. So. Eine Glocke. Die haben wir schon wieder alle nicht benutzt. Können wir mal machen, wenn die nächsten Gegner uns voll auf den Sack gehen. Dann machen wir das. Ich muss mal ein paar Items benutzen. Drachentrunk. Oder wir machen das in dem letzten Gebiet. Das können wir uns eigentlich aussuchen. War hier denn wirklich gar nichts mehr? Ich dachte, hier wäre noch was, was leuchtet. Oh, ihr seid doch blöd. Versteckt doch keine Geister vor mir. Irgendwo, nix. Da. Ich hab ihn gesehen. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht doof. Ich kann mich noch dran erinnern. Hier war was. So. 30, 26, 36. Ich kann nicht lesen. 30, 36, 50, 20. So, gehen wir weiter. Der letzte Speicherpunkt. Lassen wir ihn hinter uns. Jetzt haben wir noch einen ziemlich... Oh, ey, der Junge muss doch voll kaputt sein von dem ganzen Treppenlaufen. Ja, ich bin dumm. Ich war irgendwo bei Project Diva stehen geblieben. Ich möchte meine Musikvideos ein bisschen aufpeppen. Ich würde gerne die Musikvideos aus dem Spiel nehmen, weil die echt schön sind. Mann, das macht mich fertig. Ich muss mehr singen. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage frei. Ich sollte das nutzen. Aber leider ist meine Nase schon wieder so. Und ich hasse es, nasal zu klingen beim Singen. Das ist sehr schlimm. Oh, da kann ich mir nicht anhören. Ich meine schon jetzt so beim Aufnehmen ist das schon scheiße, aber... Lässt sich nicht vermeiden. Ich möchte auch irgendwann mal was Produktives getan haben in meinem Urlaub. Aber singen ist da leider problematisch gerade. Ich weiß noch neulich, als es mich zweimal rausgeschmissen hat. Na, es ist nicht so schlimm. Es hat mich zwar schon am Anfang gestört. Ich kann echt nicht gut schlafen, wenn ich Vitos nicht neben mir habe. Das ist echt komisch. Eigentlich ist das wahrscheinlich gar nicht so komisch. Das ist wahrscheinlich völlig normal, dass man besser schlafen kann, wenn der Partner neben einem liegt. Meistens. Man fühlt sich einfach sicherer. Ich meine, ich bin von jedem scheiß kleinen Geräusch wach geworden. Die Katze läuft hier immer so rum. Oder hat mir einmal... Oh, das war so schlimm. Die hat mir die Steckdosenleiste auf den Kopf geworfen. Oh, was ist das denn für eine Tür? Oh! 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 Das ist mir voll entgangen. Wir gehen nochmal raus. Ah, wir können nicht mehr raus. Wir können nicht mehr umdrehen. Das ist ja jetzt ungünstig. Wir haben gerade den letzten Speicherpunkt hinter uns gelassen. Vielleicht hätte ich einen... Gut, beim nächsten Mal speichern mache ich einen Einzelpunkt dann noch zum Speichern. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben hier eine Kiste. Ich drehe die Kamera jetzt mit Absicht so rum. Und ein Scale-Modell von der Welt tatsächlich. Das fand ich total klasse, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte so, was ist das denn? Und dann ist mir aufgefallen, ist mir klar geworden, das ist diese Insel, das ist die ganze Welt hier. So. Also ein sehr, sehr besonderer Raum. Wer das Spiel nicht kennt, der wird es eventuell, der wird gleich vom Stuhl fallen. Ich finde es absolut unverständlich, wie sie den Raum so nichtssagend machen konnten wie den hier. Ich meine, sie haben sich ein bisschen Mühe mit der Optik gegeben. Aber ja, es wird gleich etwas passieren in diesem Raum.
Goldamulett. Es ist keine Cutscene. Du kannst einfach durch die Tür gehen, wenn du willst. Aber. Ich möchte euch die Spannung aufrechterhalten. Wen haben wir denn da? Da ist doch die blöde Kuh, die immer im Innenrum steht. Das ist doch Shannon. Und. Grüß dich, Meisterlehrling. Deine Macht ist viel größer, als ich dachte. Wahrscheinlich bist du eben ein echter Magier. Dieser Bursche zwang mich zu kämpfen, obwohl er verletzt ist. Nur weil ich ihm von dir erzählte. Sein Leben war in Gefahr. Er wollte mich stoppen, obgleich er sich nicht rühren konnte. Warum plagt er sich so? Ich weiß es nicht. Dieser Raum hat keinen Ausgang. Du musst weitergehen, um deinen Vater zu retten. Du hast keine Wahl. Dein und deines Vaters Schicksal liegt in meinen Händen. Tu, wie dir befohlen. Auf einmal ist sie wichtig. Und das da ist der Mann, den wir suchen. Lord Bartholomew, oder kurz Bart. Iron, ich heiße... Kannst du dir nicht mal den Namen von deinem eigenen Sohn merken, du Idiot? Wie hast du mich gefunden? Wie kamst du hierher? Schnell, lauf weg! Dieser Ort ist eine Falle. Diese bösartige Puppe Shannon muss dich hergelockt haben. Und in diesem Moment sollte man vielleicht wissen, wer ist das? Ja, wenn man jetzt nie mit ihr gesprochen hat, dann wüsste man nicht, wer das ist. Und die Handlung würde gar keinen Sinn mehr ergeben. Sogar Bagis verfiel ihrer List. Das illetale Buch ist viel mehr, als ich zunächst dachte. Oh, ja. Und das ist alles, was er zu sagen hat. Mehr bekommen wir von ihm nicht. Das ist unser Vater, hallo. Nur so, falls ihr das vergessen haben solltet, das war einer der Gründe, aus dem wir losgezogen sind, auf diese epische Quest 64 hier. Oh, dieses Wortspiel, weil das Spiel auf Englisch so heißt. Ah, Quest 64, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das unser Vater. Wir haben den ersten Teil des Spiels abgeschlossen. Können wir nach Hause gehen? Müssen wir das Buch wirklich finden? Na, egal, wir gehen einfach weiter. Wir sind bei 12 Minuten und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Zum Beispiel einen weißen Ritter. Der hat jetzt voll die Stimmung zerstört. Ich mach dich sowas von kaputt, ne? Glaubst du gar nicht. Ja, wenn du deine Verteidigung erhöhst, dann mach ich dann so. Pass mal auf, ich zeig dir was. Schwäche. Ah, so geht das. Ich zeig dir das. Ich zeig's dir. Pass mal auf, du Arsch. 306. Oh, fuck. Boah, Alter, ein Honigbrot. Dankeschön. Mann, wollt ihr auch? Ich meine ja nur. Ich kann euch da behilflich sein. Boah, ihr geht mir so auf den Sack. Pisst euch. Meine Sprache hat sich gerade in den letzten Minuten wieder etwas... Ach, 2 HP, wirklich? Ist das nötig? Verändert. So. Ein großer Raum. Und eine verdammt große Tür. Oh, schon wieder Gegner. Alter, ihr macht mir echt die Stimmung kaputt. Das kann doch nicht sein. Das ist ein epischer Moment. Lasst mich doch in Ruhe. Ich habe dem schon lange keine Steine mehr in den Kopf geworfen. Na, was soll's. Da weg sind sie. Und da haben wir die Tür. Die Tür der Türe. Der Türen. Ich kann kein Deutsch. So, das ist ein oh, ich hasse diesen Bosskampf. Ich hasse ihn. Das ist der einzige Bosskampf im ganzen Spiel. Ihr werdet es gleich eventuell sehen, was mit diesem Bosskampf ist. Es ist Wahnsinn, ist das. Die werfen das ganze Regelwerk über den Haufen. Allein schon wegen der scheiß Arena, Alter. Guckt euch das an. Könnt ihr sehen, was ich meine? Wenn ich sage, die Arena ist scheiße. Ich glaube, man kann das so ein bisschen erkennen. Vor mir ist ein Abgrund und an der Seite ist so eine scheiß... Bagis. Mir schienen Farge und Schultig. Alter Vater. Schultig nicht gar so mächtig zu sein, wie sie angeben. Meine Macht jedoch ist absolut. Und vor meiner Größe ist eine lachhafte menschliche Magie nichts als Kinderspielerei.
Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich Synchronsprecher werden sollte. Und anderenfalls bin ich dann so, ich hasse es auf Anweisung, irgendwas zu machen. Und ich müsste die Ausbildung ja bezahlen. Und als Quereinsteiger hat man es nicht so leicht. Und das nächste Synchronstudio ist am Arsch der Welt. Und weil man nun mal nicht von zu Hause aus sowas machen kann, wobei es, glaube ich, in Amiland tatsächlich so ist, dass Leute in einem Home-Studio recorden dürfen. Das ist zum Beispiel bei Terra Strong so. Die hat Twilight Sparkle zum Beispiel gesprochen. MP-Fan und so. Ja, die macht das, weil die zu weit weg wohnen von dem Studio. Die wohnt, glaube ich, ich weiß nicht genau. Die wohnt am Arsch der Welt auf jeden Fall. Im Vergleich zu dem, wo die halt alle immer aufnehmen. Und die macht das halt von zu Hause aus. Und das ist hier halt quasi ne, deutscher Standard und so. Keine Ahnung. Versuch mal hier irgendwie. Wir kämpfen jetzt einfach. Lass uns das ganze Gequatsche einfach aufhören. Hier, wir haben einen Abgrund vor uns. Wir können da nicht rüber. Der ist ein bisschen breit. Der Abgrund, da kommen wir nicht vorbei. So, wir müssen also da rüber gehen. Die Sache ist, normalerweise. Ich meine, ich könnte ihn jetzt mit Steinen bewerfen oder so. Aber wir wissen ja, dass normalerweise eine rangehende blöde Idee ist. Wisst ihr was? In dem Kampf ist das genau andersrum. In diesem Kampf müssen wir nah an ihn ran, weil er macht viel mehr Schaden, wenn wir weiter weg sind. Oh, fuck. Ich demonstriere euch das. Boom! Fuck. 73? Willst du mich verarschen? Boah, ein Drittel unserer HP weggeballert. Knapp. Ein bisschen weniger. Ich nutze jetzt nochmal Zauberschrank, einfach damit wir lebendig darüber kommen. Und dann zeige ich euch, was ich meine. Der normale Angriff von der da. Der Angriff, der geht auch über Entfernung, aber der ist eigentlich der Nahkampfangriff, den der benutzt, wenn wir da dran stehen halt. Wie das halt so ist mit Nahkampfangriffen, die benutzt man halt, wenn man da dran steht. Schwing! Er hat so sein Schwert, das finde ich total klasse an dem. Ich fand das immer total cool. Der hat eine scheiß Frisur und der sieht generell ziemlich bescheuert aus. Aber wir treffen ihn nicht. Ja, was auch sonst? Bonk 240. Finde ich gut. 59. Das sind immer noch 60 Schaden, aber der andere hat 73 gemacht. Also einfach mal. Ja. Das sind 14 Punkte mehr Schaden, die wir nicht hätten nehmen müssen. Ja. So, Zauberschranke. So, Kleinigkeit möchte ich noch machen. Sucher. Natürlich möchte ich damit auch treffen. Das wäre sinnvoll. Ach, Begis. Du bist ein Idiot. Alter Vater. Ich benutze dein Honigbrot. Ich habe ja gerade von dem letzten Gegner eins bekommen. Alter Schwede. Willst du mich veräppeln? Ich heile mich jetzt, bis der mich nicht trifft. Das ist mir voller Ernst. Ich heile mich jetzt, bis der mich nicht trifft. Ich heile mich nicht, bis der mich nicht trifft. Ich benutze jetzt ein Item, bis der mich nicht trifft. Nee. Fuck. Lass mich in Ruhe. Zauberschranke. Ich will doch nur seine HP sehen. Ich bin mir sicher, es sind 1900, aber... Sucher verarscht mich gerade. Harry Potter, du Dummkopf. So. Kannst kein Quidditch spielen oder was? 1900, 100 Verteidigung. 36 Angriff klingt so wenig, aber... Naja. Okay, an der Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich musste schon wieder niesen diesmal und Zeugs und... Ah, meine Nase ist furchtbar. So, hauen wir ihn. 1000. Oh, nicht schon wieder. Der Angriff ist schon wieder vorbei. Was soll denn das? Wir können übrigens keine Flöten oder sowas auf dem benutzen. Das klingt nicht richtig. Sowas halt nicht auf ihm benutzen. Oh, ich habe mich nicht getroffen. Ich bin so doof. Warum bin ich von dem weggegangen? Wir wissen doch, dass es mehr Schaden macht. Ich habe es euch erzählt. Wir könnten ja mal Lawine bei ihm benutzen. Wie stark ist das denn? Oh, 117. Er nimmt auf jeden Fall wieder mehr Schaden durch den Angriff. Das ist gut. Mal ein paar Steine auf ihn werfen. 117. Nein! Ach, dummer Idiot. Zauberschranke. Wir könnten noch andere Zauber mal probieren. Ich benutze jetzt einfach mal ganz stumm Wassersäulen. 105. Oh! Das ist richtig stark. Ist stärker als unser normaler Angriff. Machen wir das. 165. 165. Am sinnvollsten wäre tatsächlich wirklich weiterhin Lawine zu benutzen, weil es halt die meisten Treffer hat und so. Ich finde es halt echt krass, wie der einfach stirbt. Hat der Feuerelement? Ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen so aus, wenn er seine Bubbelattacke da macht. Daneben. Jetzt trifft er uns. Ach, wie schön. Gut, wir haben aber noch eine Menge Items, oder?
Ich guck gerade erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Geisterlicht, 11, noch ein Geisterlicht. Boah, no, oh ja, klar. Boah, wie viele Items sollen das? Krass, wir haben richtig viel gesammelt. Konnte ich mich gar nicht so richtig daran erinnern. Okay, 57, das sollten wir überleben. So. Jetzt könnte ich mich mal um meine HP kümmern. Oder MP oder beides. Nee. Wirklich? War das nötig, du Penner? Ich würde gerade gerne mal was wissen. Einfach nur weil. Okay, Verteidigung hoch. 39 ist aber sofort wieder weg. Der Effekt hat ja viel gebracht. So, benutzen wir das da. Benutzen dann ein Minzblatt vielleicht. Oder vielleicht doch was, was mehr bringt. Minzblatt können wir mal so benutzen. Ja, Nase, du gehst mir auf den Sack. Nase, du gehst mir auf den Sack. Also, Vegas geht mir auch auf den Sack, aber ich möchte mal Windschneider benutzen. Wir merken gerade, dass irgendwie jeder Zauber gegen den stark ist. Der nimmt viel mehr Schaden als Guilty. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall weiter. Wassersäule ist bisher am stärksten gewesen. Nicht aufgepasst. Boah, der hat mich fast umgehauen. Dann wären die ganzen Items weg. Jo, dann benutzen wir weiterhin das da. Ich ein Glück. Manchmal habe ich echt mehr Glück als Verstand. So, Zauberschranke. Wir könnten das natürlich ganz vorsichtig machen und nach zwei Runden immer... Aber ehrlich gesagt ist mir das zu blöd. Der Kampf ist wirklich so dumm. Später sind alle Bosskämpfe so dumm. Du gehst einfach hin... Und das hätten sie besser machen können, tatsächlich. Und das ist vielleicht auch eine von den großen Schwächen des Spiels. Na, na, na. Er benutzt wieder seine Bubbelattacke. Ich möchte die Attacken von den Bossgegnern auch benutzen. Und ich möchte... Ja, wir haben ihn besiegt. Und da kommt nichts mehr. Ist kein Gespräch, kein Text, kein gar nichts. Das war der König, verdammt. Wir haben ihn gestürzt. Sind wir jetzt König? Können wir uns da hinsetzen? Auf den schäbigen Thron hier und dann... Nein? Okay, dann uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Aber was kommt denn noch? Was soll denn noch passieren? Stille. Dabei war die Musik so gut. Ich mochte die. Wirklich. Junge, warum hast du die Musik ausgestellt? Oder läuft hier oben keine? Da sind hier keine Lautsprecher in den Wänden oder so. Warum fahren hier mal so laute Autos vorbei? Hört ihr die? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich höre die. So, da haben wir hier so einen komischen Weg. Dann gehen wir da so hin. Dann haben wir hier so einen... Oh, hallo! Da unten war wieder die blöde Kuh. Wie ist sie da hingekommen? Aufzug irgendwo versteckt oder was? Shannon! Du bist doof, ich hasse dich. Runter hier. Hui. Hey du, was hast du zu erzählen? Du unwichtiger Nebencharakter und Statist. Wo warst du so lang? König Belgis war doch kein Problem, oder? Im Gegensatz zur Macht des Mammon. Ja, ich erinnere mich. Wir haben da mal sowas gehört. Solvarin, Celse, Nepti, Fargo. Diese vier Hüter besitzen die Macht der vier Zauberjuwelen. Fühle deine eigene Macht. Du hast nun die Kraft, den Weg zu Mammon zu beginnen. Hier ist das elitale Buch, nach dem dein Vater so lange sucht. Nimm es und geh am Steinkreis vorbei. What the fuck? Hab ich das gesagt? Elitale Buch. Buch, das die Kraft beschreibt, die Geister übertrumpft. Die Geister übertrumpft. Bitte. Boah, alter Schwede. Warum? Wieso? Hallo? Ich mag das Spiel trotzdem. Trotz allem. Es ist nicht gut, aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Es hat Charme. Es ist irgendwie anders. Es ist... Oh, das sieht ja hübsch aus hier oben. Wir sind gerade übrigens auf dem Dach des Schlosses und wir können nicht mal mehr richtig runtersehen. Das ist irgendwie schade. Warum können wir nicht einfach...
Ich meine, wir sind ja noch draußen, habe ich gehört. Vielleicht sind wir auch noch im Schloss, ich weiß nicht. Nein! Okay. Wir haben offiziell verloren. Wir können nicht mehr zurückgehen. Ah, was bleibt uns anderes übrig? Ach, Shannon. Oh, wir sind zu Hause. Sieht irgendwie komisch aus. Und die Musik erst. Ein bisschen creepy, wenn ich das sagen darf. Na, was soll's. Gehen wir rein. Ja. Hübsche Dekorationen. Hübsche. Wir sollten bis zum nächsten Speicherpunkt zumindest kommen. Das wird eine längere Folge, habe ich das Gefühl. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, wo der war. Ich weiß, dass ich hier lang musste. Keine Gegner heute? Ich meine, damit bin ich ganz zufrieden, weil die nerven. Ja, Wegverlängerungsspirale. Hier kommen sowieso keine Gegner. Nein, wirklich. Auf diesem Weg hier kommen keine Gegner. Das ist einfach nur... Da hinten ist eine Tür, da müssen wir hin. Das ist quasi einfach nur Lauf den Weg, damit das Spiel länger ist. Ich erinnere mich daran, als ich das Spiel in einem Stück durchgespielt habe, habe ich mich hiervon voll verarscht gefühlt. Also, der Livestream, der war schon lang genug mit den ungefähr 9 Stunden. Das war das erste Mal und das einzige Mal, dass ich so einen langen Livestream gemacht habe. Und auch nur ein Spiel gespielt habe. Das war so, oh, ist es bald vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Ich meine, ich habe ja jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe da Monate dran gesessen und hatte immer wieder Zeit zum Ausruhen. Aber diese 9 Stunden oder 9,5, die ich für das Spiel gebraucht habe, das waren hier wahrscheinlich länger. In dem LP, so. Könnt ihr mal die Zeiten zusammenrechnen. Aber jedenfalls, oh, es hat so genervt. Du läufst da diesen Weg lang und es kommt einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Du läufst hier nur so und es kommt zweimal. Ich sag's euch gleich. Es ist so... bitte. Warum? Hättet ihr nicht wenigstens Kisten dahinstellen können, damit man noch was davon hat, dass man hier lang geht? Nein, es ist einfach nur Wegverlängerung. Und dann auch noch so blöd verworren, dass man immer abbiegen muss, anstatt eine gerade Linie oder so. Nein, es muss ja höchst kompliziert sein. Nicht, dass es kompliziert wäre, so einen Weg abzugehen. Wir können eh nicht runterfallen. Na. Gut. Dann haben wir das zumindest schon mal hinter uns. Die Frage ist, wo muss ich lang gehen, wenn ich... Da konnte ich nicht durch. Da ist zu, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir drehen einfach wieder um. Was sollen wir sonst tun? Jetzt sind wir... Hier! Wo sind wir? Da sind Bubbles im Hintergrund. Das sieht ja hübsch aus. Ja. Die Welt ist verwirrend. Ich weiß ja nicht so genau. Ich heile mich jetzt einmal. Ich bin eigentlich voll, aber das hat jetzt wahrscheinlich getriggert, dass Gegner kommen. Ich könnte es schwören. Weil eigentlich kommen hier Gegner. Ja, die da zum... Ach, die sind so stark. Ich hasse es. Das sind so Bagus-Niveau-Gegner. Die machen ungefähr genauso viel Schaden wie der... 82! Die haben wenigstens nicht so viele HP. Also 1900 hätte ich jetzt keinen Bock umzuhauen, weil das ist bei denen nicht ganz so stark. Lawine. Wenigstens sind die Gegner groß und lassen sich oft treffen. Die nehmen 170 Schaden, das ist klasse. So, der Nahkampfangriff von denen ist etwas schwächer, glaube ich. Der andere ist tatsächlich Fernkampf von denen, glaube ich. So, weg mit euch. Alter, die Gegner, die sind so unmenschlich stark. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich fand ja schon die Ritter schlimm, aber das geht zu weit. Und ich habe in dieser Welt wirklich mal trainiert, bis ich von allem fast 50 hatte, bis auf das letzte Element. Und ich hatte 450 oder 55 oder so HP. Und oh mein Gott, das war es nicht wert. Aber es hat trotzdem, es hat im Endkampf so einen kleinen Vorteil, wenn man dann noch seine ganzen Geisterlichter hat. Weil die halt richtig schön viel dann aufladen, ne? Das ist echt klasse. So. Bleicher Reiter. Aua. Ich fress dich auf. Gib's Lasagne. Pass mal auf. Oh, der ist tot. Der ist aber von kaputt. Krass, wie der gestorben ist. Oh, wenigstens einen Treffer. So, ich brauche aber mehr als einen Treffer. Ich brauche noch 2 Treffer. Na, jetzt kriege ich auf den Deckel. 46, das geht. Damit kann ich leben. 46 ist zwar auch viel, aber kaputt. Nicht kaputt, scheiße. Der hätte noch 170 Faden abkriegen müssen. Okay, dann machen wir das jetzt mit. Ja, 7. Wirklich, das hat gereicht, diese 7.
die der noch Schaden genommen hat. Das hat wirklich ausgereicht. Also manchmal... Da weiß ich auch nicht weiter. Was haben wir denn eigentlich für Attacken noch gelernt? Wir haben doch noch irgendwas bekommen. Windbombe. Ah, der Angriff ist schlicht. Ich meine, der kann vom Gegner irgendwie die Ausweichrate runtersetzen oder so. Okay, jetzt ist meine Frage, muss ich nach oben? Ich glaube nicht. Es gibt tatsächlich ein paar Sachen, da kann man tatsächlich falsch laufen. Das ist so. Oh, waren wir hier nicht schon? Nein. Gut. Ich bin nicht falsch. Oh, Statuen. Die sehen ja nice aus. Richter. Die werfen mit Steinen, oder? Die werfen mit Steinen. Apropos Steine. Zauberschranke erst. Die können nämlich auch noch eine andere Attacke. Nämlich eine große Feuerattacke, die wir bereits kennen. Die da. Die haben wir schon lange nicht gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie viel HP die haben. Die sehen stark aus und Lawine bringt nicht so viel, aber ich benutze es trotzdem, weil es unsere beste Möglichkeit ist, so große Gegner zu treffen. Nochmal. So. Sterbigt alle. Sie werden mich jetzt einmal treffen, richtig? Nein! Boah, das war ja dämlich. Das war auch dämlich. Aua, 67. Ja, die Gegner machen ja alle so viel Schaden. Das ist... Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt! Willst du mich verarschen? Das heißt, wir müssen den Vegas-Kampf nochmal machen? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, nein! Ich werde es singen. Ich suche mir ein Lied raus. Das singe ich dann, morgen oder so. Na, Nase. Ich singe ein Lied über meine Nase und darüber, wie scheiße es ist, dass das Spiel abgestürzt ist. Nein, ich singe das Lied des Versagens oder so. Das Lied vom Scheitern. Nee. Ich wusste stets, was ich will. Nein. Ah, nein, ich, nein. Oh, was ist denn das? Was soll denn der Mist? Scheiß Konsole, warum bist du so alt? Oh, ich hasse das. Ich wollte auch noch zum Speicherpunkt. Nein, es regt mich gerade weniger auf, als dass ich das lustig und amüsant finde für das LP. Es hat ein bisschen, es trägt ein bisschen zum Unterhaltungsfaktor bei, wenn das Spiel abstürzt. Ich muss ja wirklich sagen, das ist, ich finde es gerade amüsant. Amüsanter, als dass es mich aufregt. Aber oh, muss das sein? Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich das Spiel spiele, laufe ich einfach bis zum Speicherpunkt und nehme das nicht auf. Und dann vom Speicherpunkt an machen wir dann die letzte Folge oder so. Ich hoffe, damit könnt ihr euch einigen, weil ich möchte nicht wieder nach dem Bosskampf oder gerade in der Welt angekommen aufnehmen, um dann das wieder abstürzen zu lassen, weil dann muss ich das wieder alles anschließen und oh, ja. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen bis jetzt. Und ja, wenn hier jetzt irgendwie ein Musikstück kommt, dann kommt das jetzt und wenn nicht, dann halt nicht. Tschüss. In der nächsten Folge von Holy Magic Century machen wir uns vom letzten Ruheort aus zum finalen Schlachtfeld. Eine finstere Kreatur hatte Shannon die ganze Zeit benutzt, um uns zu lenken. Was natürlich absolut bescheuert ist, wenn man bedenkt, dass wir nie mit ihr hätten reden müssen. Am Ende treten wir ihm dann trotz allem entgegen. Ein erbitterter Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf um den Frieden der Welt beginnt. Die nächste Folge heißt Mammon.